Frühling in Göttingen. Alles wirkt friedlich, doch die Idylle trügt. Denn über der Stadt liegt Angst. Die nackte Angst vor einer völlig neuen Form von Gewalt. Gestern habe ich schon wieder fassbar aufs Maul gekriegt. Echt? Wieso das denn? Ich habe nichts gemacht. Ich bin den Hangweg lang gegangen. Und dann standen sie zu zweit vor mir. Haben mich nicht durchgelassen. Haben mich übel angemacht. Was haben sie denn gesagt? Das Übliche. Was guckst du so blöd? Willst du mich anmachen? Du fängst dir gleich eine. Und so ein Scheiß eben. Ey, mein Bruder haben sie letzte Woche erst klar gemacht. Dein Bruder? Ja, Mann. Ey, der Typ ist doch ein Tier. Der macht doch Kickboxen. Wenn sich einer wehren kann, dann dein Bruder. Ey, ich sag dir, der hat keine Chance gehabt. Die wollten Kohle von ihm. Und als er keins hatte, sind die richtig sauer geworden, sind zu dritt auf ihn losgegangen. Ey, der sah total zerbeult aus. Der ist 4 Tage nicht aus dem Haus gegangen, Mann. Mann, mittlerweile schlagen die fast jeden Tag zu. Alle meine Kumpels sind schon mal dran gewesen. Scheiße, Jungs, da kommen sie. Du Penner. Ist was? Nein, nein, alles in Ordnung. Du kriegst gleich einen auf die Fresse. Gib mir mal deine Zigaretten. Rauchen ist ungesund. Wie sieht denn das hier aus? Gib deine Scheiße auf. Du Penner. Gib mir mal dein Handy. Ich hab kein Handy, echt? Verarschen können wir uns alleine. Gib mal dein Handy her. Oder du kriegst einen auf die Fresse. Du Penner. Das ist ja ohne integrierte Kamera. Was soll ich denn damit? Hier, meinst du auch eine Kamera? Es geht doch. Beim nächsten Mal holt ihr alles aus den Taschen raus. Ist das klar? Ja, ist klar. Sonst gibt's nämlich was auf die Fresse. Ihr Penner. Mittlerweile gibt es kaum noch einen Jugendlichen, der nicht schon eine Begegnung mit der Oma-Bande hatte. Meistens sind sie zu viert und schubst einen vom Bürgersteig und so. Früher war das hier eine ganz friedliche Gegend. Doch seit die Alten hier unterwegs sind, trauen wir uns mindestens nur noch so dritt raus. Und abends gar nicht mehr. Besonders schlimm sind die Samstage, wenn der Musikantenstadel läuft. Dann brennen hier alle Altkleidercontainer. Das ist viel schlimmer als die Chaostage. Viele sind ja schon weggezogen, vor allem Familien mit Kindern. Wir werden wahrscheinlich auch wieder wegziehen. Nach Berlin, nach Köln. Ja, das erste Mal haben sie mich verhauen, weil ich den Text von Herrn von Ribbeck auf Ribbeck von Haveland nicht kannte. Den habe ich dann gelernt. Das zweite Mal haben sie mich dann verhauen, weil ich mir am Karfreitag einen Döner reingezogen habe. Das dritte Mal haben sie mich verhauen, weil sie vergessen hatten, dass sie mich schon 2-mal verhauen haben. Wenn die zuschlagen wollen, dann hat man keine Chance mehr. Die finden immer einen Grund. Ich habe mal eine reingekriegt, weil ich nicht wusste, wer Heinz Rühmann ist. Immerhin behandeln die rüstigen Damen alle gleich. Hautfarbe, Weltanschauung oder Religion spielen für sie keine Rolle. Au! Guck mal, schon so groß und kann noch nicht mal alleine laufen. Der soll mal erst mal zum Friseur gehen, sich die Haare schneiden lassen. Was soll denn das? Auch noch frech werden, oder was? Du kriegst eins auf die Fresse. Du Penner! Soll ich dir mal Beine machen? Buh! Doch nicht nur Jugendliche haben Probleme mit diesen rüpelhaften alten Damen. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ein Pfund Kaffee. Gemahlen bitte. Gerne, sofort.
ganz schön viel Wetter in der letzten Zeit. Das kann man wohl sagen. Man weiß ja gar nicht, was man anziehen soll. Ihr Kaffee macht 3,20 Euro bitte. Ist der koffeinfrei? Nein, der ist ganz normal mit Koffein. So, wollen Sie uns umbringen? Den können Sie selber saufen. Und wenn du uns verpfeifst, dann kriegst du was auf die Fresse. Du Penner. Und sofort die Schokohasen hier wieder auf den Tisch. Kann man dieser marodierenden Bande überhaupt noch Einhalt gebieten? Was sagt die Polizei zu diesen alarmierenden Geschehnissen? Ja, wir verzeichnen seit einigen Monaten einen signifikanten Anstieg der sogenannten Seniorenkriminalität. Das fängt bei ganz kleinen Delikten an, wie dem Diebstahl von Stützstrümpfen, aber auch Eierlikör, wenn Sie in keinem Regal der Supermärkte dieser Stadt mehr vorfinden. Das geht aber weiter bis zur organisierten Kriminalität. Eine bedrückende Situation. So werden alle Altersheime dieser Stadt flächendeckend und systematisch von den Omas mit Klosterfrau Melissengeist versorgt. Wir können da kaum etwas machen. Immer wenn unsere Beamten vor Ort sind, sind die Damen mit dem Stadtbus schon in den nächsten Stadtteil gefahren und treiben dort ihr Unwesen. Aber am schlimmsten ist die Situation wirklich für die Schüler. Letztlich können wir nicht jede Schule ausreichend überwachen und auch an den Eingängen können wir nicht überall Beamte postieren. Dafür reichen unsere Ressourcen schlichtweg nicht aus. Und dann stehen die Omas direkt am Schulgelände und verteilen an die armen Schüler Plätzchen und Früchtetee. Sogar ein Fünftklässler. Sie kennen überhaupt keine Hemmung mehr. Und dazu kommt der massive Missbrauch von Häkelgarn. Eine katastrophale Situation, vor der wir wirklich mit großen Problemen behaftet stehen. Und ich sage Ihnen, dies ist erst der Anfang einer dramatischen Entwicklung. Diese Bande stellt also eine Herausforderung für uns alle dar. Liegt die Ursache vielleicht in der Überalterung unserer Gesellschaft? Ist das Rentenniveau schon so niedrig, dass die Seniorinnen sich jetzt etwas dazu verdienen müssen? Oder haben die Alten einfach Langeweile, nachdem die Kinder aus dem Haus sind? Auffällig ist jedenfalls, dass gerade diejenigen, die unser Land aufgebaut haben, jetzt unsere grundlegenden gesellschaftlichen Werte total ablehnen. Guck mal, der Typ mit der Kamera. Was will der denn? Vielleicht will er was auf die Fresse. Na so, sowas, du Penner.